Kuckuck. Seid herzlich gegrüßt zu einer neuen Folge Odyssey im Auftrag des Königs in der Version 2.6 als Pre-Release, obwohl hier noch 2.5 steht. Das macht aber nichts, das wird alles noch gemacht und bald wird der Release sein. Ja, auch an erster Stelle möchte ich mich bedanken für eure Kommentare, eure hilfreichen Kommentare. Und als allererstes gucken wir uns mal diesen Hut hier an. Okay, er sieht nach Stahl aus, weil Alain gesagt hat, diesen Eisenstahlhelmhut, den gibt es schon sehr, sehr lange. Bloß auf den ersten Blick dachte ich mir, dass der stoffüberzogen sei. Ne? Also wie so ein Safari-Hut da von den alten ägyptischen Ausgräbern und Geologen damals getragen worden ist. Ja, ich dachte mir erstmal so metallisch. Da kommt hier, also meine persönliche Meinung, der metallische Glanz so nicht zum Vorschein. Aber ansonsten hat er schon recht, der Alain. Und auch der gute Alain hat uns, beziehungsweise mir, speziell für den Fehler mit Martis, der hier einfach so rumliegt, wo hier Colvin einfach mit seinem Arsch auf ihn drauf sitzt, hat er mir nämlich auch noch was hingegeben. Jetzt will ich mal gucken, ob der Martis noch eingeblendet wird. Wird er nicht. Ich sollte nämlich einen Insert-Befehl machen, weil er schließlich wichtig ist für eine Hauptquest. So, bums, da ist er schon, der Martis. Wir haben ihn geklont sozusagen. Gut, geht es weiter oder geht es nicht weiter? Doch, es geht weiter. Und zwar noch ein netter, super Eintrag von, muss ich mal gucken, In Vino Veritas. Ich soll zurück aufs Schiff gehen und die Ork-Äxt abgeben, danach die Belohnung bei Harald holen. Das ist wahr, das waren doch irgendwie... Das waren doch die... Wo war denn das jetzt nochmal? War das hier irgendwo was? Haralds Rüstung? Wenn ich Bootsmann werde, ist der Seesoldat Harald bereit, mir eine bessere Rüstung zu verkaufen. Gut, okay, Kampf gegen die Ortsbootsmann. Moment mal, vielleicht war das hier. Ja gut, okay, jedenfalls da jetzt rumzusuchen, wäre jetzt ein bisschen müßig. Ich werde versuchen, wieder aufs Boot zu kommen, indem ich einfach mal hier runterjumpe. Nein, natürlich nicht. Indem ich Dandolo mal sage... Du bist Soldat. Kleide dich entsprechend. Indem er mir was sagt, dass ich mich mal wieder umziehen soll. Oh, ja, ja. Weil ich wollte ihm ganz gerne sagen, er soll doch mal bitte aufs Boot warten. Beziehungsweise nicht aufs Boot warten, sondern beim Boot warten. Das warte auf jetzt mich. Mal. Ich gehe jetzt. Gut. Ja, das gerne mal. Wo wollen wir uns treffen? Boot. Warte auf mich am Boot. Na gut, dann gehe ich mal los. Ja, geh mal los. Das Boot. Ja, und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir Dandolo am Boot antreffen. Und die Belohnung bei Harald abholen. Hoffentlich klappt das. Doch halt, mir ist gerade eingefallen, wenn ich nämlich abgespeichert habe, dann kann es durchaus sein, dass der entsprechende NPC sich an die richtige Stelle hinsetzt. Und wenn meine Vermutung richtig ist, dann dürfte der doppelte Martis, also der stehende Martis, da steht er immer noch. Hä? Der steht doch noch da. Der sitzt... Ach so, der sitzt ja noch da. Mein Gott, was habe ich wieder für einen Mist erzählt. Die Insel, die Halbinsel ist ja von Orks besetzt. Da kann ich natürlich noch nicht rüber zum Boot gehen. Oh. Hallo, ich heiße Roland und bin ein Seesoldat des Kriegsschiffes Albatros, das aus Vengard kommt. Enos sei Dank. Dann seid ihr wegen der Orks hier? Kommt ihr uns zur Hilfe? Eigentlich wollten wir bei euch nur Wasser und Proviant aufnehmen. Wer von euch ist der Händler des Dorfes? Der bin ich. Mein Name ist Martis. Kleinigkeiten kannst du jetzt gerne bei mir kaufen. Aber bevor ich euch größere Mengen von Wasser und Proviant aushändige, müsst ihr erst die Orks aus Chorus vertrieben haben. Alleine schon aus dem Grund, da die Waren sich im Dorf befinden. Sie sind in meinem Lagerhaus und davor stehen die Orks. Aber frage auch mal Tom und Thaddeus, unseren Leuchtturmwärter. Die können dir sicher sagen, wo noch mehr Orks stecken. Ja, er hat es ja eben bestätigt. Ach ja, alles unter Orks. Und er ist so unglücklich, dieser Martis. Du machst so ein unglückliches Gesicht. Was ist los mit dir? Ach, sprich mich nicht darauf an. Mein Sohn Ferel ist tot. Wie kann ich das jemals vergessen? Das ist ja furchtbar. Wie ist das geschehen? Als wir vor den Orks flohen, waren einige hinter Elena her. Ferel aber liebte dieses Mädchen sehr, obwohl sie seine Liebe gar nicht erwidert hat.
Als er sie in Gefahr sah, machte er die Orks auf sich aufmerksam, um sie abzulenken. Er lief zur Kohlenmine, die Orks aber hinterher. Und da ist er in den Sturm gestürzt. Ich wollte sofort zu ihm laufen, aber da hielt mich alle zurück. Ich wäre sonst den Orks in die Hände gefallen. Meine Frau will das Ganze gar nicht wahrhaben. Sie glaubt, dass Ferel noch lebt. Aber das ist unmöglich. Oh, ho, ho, ho. Was macht dich so sicher, dass Ferel tot ist? Ach, wie soll er denn so einen Sturz überlebt haben? Außerdem ist das Ganze schon eine Woche her. Also viel zu spät, um Hilfe zu bringen. Aber so wie es sich anhört, warst du seit dem Unglück nicht mehr in der Mine, oder? Nein, das konnte ich auch nicht. Als Ferel in die Mine geflüchtet war, folgten ihm die Orks. Als sie ihn aber nicht mehr finden konnten, verschütteten sie den Eingang, um sicherzugehen, dass er nicht wieder da rauskommt. Na, also wenn nicht mal die Orks sicher waren, dass er tot ist, was macht dich dann so sicher? Ach, was willst du mir noch unnötig Hoffnung machen? Er kann das nicht überlebt haben. Aber selbst wenn ich eine Spitzhacke nehme und den Eingang wieder frei bekomme, würde das Ganze nichts nützen. Man braucht nämlich eine Strickleiter, um darunter zu klettern. Die aber, die da gehangen hatte, nahm ein Ork mit. Das habe ich ganz deutlich gesehen. Jetzt wird sie höchstwahrscheinlich irgendwo im Dorf herumliegen. Mitten unter den Orks. Oh, 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 oh. Aber er könnte uns mit einer Spitzhacke aushelfen. Hast du vielleicht eine Spitzhacke für mich? Wie, du willst wirklich nach Ferel suchen? Ich sagte dir doch, dass die Strickleiter... nicht mehr da ist, ich weiß. Für den Anfang aber würde mir die Spitzhacke genügen. Hast du eine? Vor kurzem habe ich hier eine in der Turmruine gesehen. Aber ich weiß nicht mehr wo. Also, wenn ich keine mehr in meinem Verkaufssortiment habe, musst du wohl oder übel danach suchen. Aber ich gebe dir schon mal eine Karte von der Mine, damit du den Eingang finden kannst. Früher, als die Mine noch geheim war, hatte nur Colvin eine Karte. Aber als wir begannen, sie für uns alle zu nutzen, machte ich mir auch eine. Ja, das hört sich doch klasse an. Gucken wir erstmal in seinem Inventar nach, was er hat. Der hat nur 7 Heilpflanzen. Okay, ja, und ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich schon in einer meiner letzten Folge hier in diesem Turm eine gefunden habe. Das weiß ich jetzt nicht. Gucken wir nochmal lieber nach. Ich glaube aber, ich habe hier schon alles, ja genau, ich habe alles schon gelootet oder ja, gesammelt. Um es neudeutsch zu sagen. Ach ja, und hier oben ist ja nichts. Doch, jetzt ist plötzlich wieder was. Ring der Eisenhaut. Okidoki. Neu, neu, neu. Nagelneu. So, aufpassen, dass wir hier nicht von eins hier durch die Treppe knallen. Ja, das ist natürlich cool. Und ich finde auch, wir sollten mal das Ganze ein bisschen beleuchten, damit wir hier auch ein bisschen hier was sehen können. Wo waren denn die Fackeln? Hier sind sie, Fackels. Mathis, bevor ich dich versuche zu beklauen, werde ich natürlich erstmal abspeichern. So, Mathis, dann gucken wir mal. Jawohl, hat doch geklappt. Der Mathis ist sein Geld los. Und er hat uns eine Karte gegeben. Da gucken wir auch nochmal drauf. Das kann nur einer von diesen bunten Krickeligen sein. Karte von Tamora mit alten Minen. Karte zur Kohlenmine. Coal Mining, auch genannt. Ah, die ist aber schön gestaltet, finde ich. So, wo bin ich und wo ist die Kohlenmine? Ach, wahrscheinlich hier das mit dem... Also wenn ihr das seht, da ist so ein Doppelhammerzeichen, wie beim Berg... Also ein Bergwerkssymbol, ne? So reichlich in der Mitte. Und wo ich bin, das könnt ihr euch denken, wo ich bin. Ich bin hier nämlich auf dem alten Wachposten. Gucken wir nochmal uns Ferel an. Mathis sagte mir, dass ein Spitzhacke irgendwo... Ja, blablabla. In der Burgruine. Ist das hier eine Burgruine? Ich weiß es nicht. Aber egal. Ja, dann werde ich mich mal aufmachen zur coolen Mine erstmal. Was liegt hier? Schwere Nagelkeule. Mhm. Was hat sich denn hier nur so alles ergeben? Und da hinten schimmert es so lustig. Ja, okay, das ist der Teich. Nee, doch, das ist der Teich. Richtig. Okay, wenn ich die Kohlenmine gefunden habe, dann melde ich mich wieder. Also, Glück auf. Ja, jetzt habe ich hier meine Fackel noch in der Hand und ich denke mir, ach, ich kann doch mal eine Runde schlafen. So, dann werden wir mal den Schlafsack benutzen, und zwar den aus Ziegenfell. Und wo bist du denn? Da bist du ja, richtig. Dann breiten wir ihn aus. Das ist aber ein sehr knochentrockener Schlafsack.
Papierklänge. So, Ende. Was ist denn hier passiert? Schlafsack aus Ziegenfell und er bleibt liegen. Aber man kann ihn noch drehen. Passiert was? Aha. Okay, ein bisschen auf die Cursor-Tasten, also auf die Steuertasten gedrückt. Funktioniert nicht. Warum? Vielleicht habe ich die Fackel in der Hand. Kann ja sein, man weiß es ja nicht. So, wieder mal hier das Papier ausfalten. Vielleicht soll ich einen Schlafsack-Hinlege-Sound machen. Kann ich gerne machen, kein Problem. Nee, da steht wieder Ende. Also hier stehen keine Tageszeiten. Ist das so gewollt, liebe Community? Das wäre natürlich auch wieder ein Kommentar wert. Ansonsten muss ich nämlich hier mit der Fackel durch die Nacht latschen. Bis zum Kohlenmineneingang, den ich freihacken soll. Ach ja, nachts durch den Dunkeln. Oh, durchs Dunkel zu gehen, das ist echt übel, Leute. Das ist echt übel. Also, ich stehe hier am Loch und so wie ich meine Recherchen Glauben schenken darf, müsste ich hier entlang. Naja, gut, okay, es gab noch ein paar lustige Sachen dabei. Wie zum Beispiel Baumstämme. Also einen habe ich gefunden. Achso, das sind Schafe. Hä, bin ich jetzt... Also irgendwo. Und ich glaube, das war auch das mit den vielen Felskügelchen vor dem Felsen. Ich glaube, das war hier. Habe ich ja auch schon in einer meiner Folgen gezeigt. Wo könnte das sein? Muss doch hier irgendwo sein. Ja, da sind sie. Das könnten sie sein hier. Weil ich habe damals nämlich schon gesagt, Achtung, die sehen mir echt verdammt verdächtig aus. Jetzt mal gucken wir mal. Müssen wir eine Spitzhacke ziehen? Ah, es tut sich was. Ich drücke die linke Maustaste. Mal gucken, vielleicht stehe ich nicht richtig. Nein. Vielleicht muss ich vor dem großen Klotz stehen. Hier, da passiert doch was. Hä? Moment mal. Vielleicht ohne Fackel. Ah, ohne Fackel funktioniert's. Aber es wird nicht angezeigt. Es ist also eine Secret Area. Oh, was passiert denn jetzt? Hey, wie durch Geisterhand. Wie durch Geisterhand. Packt er noch ins Leere, in die Luft. Okay, also haben wir das jetzt auch gefunden. Ich glaube, das ist unsere... Na, pack doch mal hier die Fackel. Das ist unsere lustige Kohlenmine. Boah, bin ich gespannt. Was erwartet uns da? Ah, oh, noch eine Fackel. Kohle. Ja, eine Kohlenmine, nicht untypisch. Und da wartet auch schon lustig mein Crawler auf mich. So, bessere Rüstung anziehen. Dandolo ist ja nicht dabei. Den habe ich ja natürlich zum Boot geschickt. So was bekloppt ist aber da. Wo bist du, gute Rüstung? Und zwar war das die hier? Bauernkleidung. Weiß es gar nicht mehr. Das muss ja wohl die alte Lederrüstung sein. Oder habe ich was Besseres? Rüstung aus Crawlerplatten. Pfeilen? Ja, dann nehmen wir die hier. Gut. Okay. Dann soll ich mal abspeichern, besser gesagt. Oh, ich bin heute so motiviert. Hä? Was soll denn das? Ich hab doch eben Minecrawler gesehen. Jetzt ist der futsch. Und hier ist eine Winde. Jetzt bin ich ein bisschen verblüfft. Also ich habe jetzt Bilder vor Augen. Aus ganz alten Spielen. Nochmal. Habe ich denn eigentlich schon gespeichert? Ah, toll. Schwerer Ast, okay. Aus der Winde wurde ein schwerer Ast, aber die Winde ist noch da. Mein Gott, mach doch, Junge. Nee, er macht nichts. Also die Winde ist außer Funktion. Egal wo ich bin und wie ich bin, nee. Das heißt, also ich muss irgendwie versuchen, hier rüber zu hangeln. Boah, sieht ja übel aus. Vielleicht sollte ich mal hier dieses Brett benutzen. Oh, war ja. Und von da aus hier mal rüber hechten. Hecht! Hecht in die Tiefe!
Hecht in den Tod. Oh, hallo Hecht. Shit. Eine wirklich schwierige Aufgabe. Ein Balanceakt hier erstmal auf dem Teil hier. Und dann noch den richtigen Punkt zu finden, um dann rüber zu... Oh, geschafft. Super, hier gibt es wieder einen Traumapilz, eine Kohle. Okay, ich dachte, hier geht's irgendwie weiter. Aber hier geht's nicht weiter. Ja, und dann bin ich hier. Und hier würde ich dann auch in die Schlucht fallen. Jetzt ist dieser Minecrawler im Arsch oder was? Sorry, im Arsch. Der liegt da am Boden. Erstmal gucken, ob ich überhaupt Minecrawler... Nee, den zieht er nicht. Den kann er nicht zielen. Okay. Naja. Gut. Das heißt, ich muss da wieder zurückspringen. Aber warum? Warum komme ich hier rein? Ach, da unten geht's auch noch raus. Schauen wir mal, ob ich so eine Fleischschwanzen-Spruchrolle habe. Nein, Blutfliegen-Spruchrolle. Was haben wir denn hier? Vergessen, Feuerfall, kleiner... Nee, sieht nicht so aus. Nö. Keine Spruchrolle für eine Blutfliege. Was nu? Ja, dann schauen wir doch nochmal hier auf die Pharrell-Quest. Da steht natürlich, dass im Dorf irgendwo eine Strickleiter herumliegt und deswegen wird auch wohl die Winde nicht klappen. Oder hat erstmal noch keine Funktion und diese Strickleiter müsste ich dann wahrscheinlich irgendwo hier befestigen. Was natürlich jetzt, ja, was nicht geht, weil ich sie nicht habe. Jetzt versuche ich hier rüber zu fetzen. Geht nicht, Mist. So nach unzähligen Stürzen in die Tiefe habe ich hier eine Stelle gefunden, Mitte. Und dann den Helm zwischen... Winde und Felsen halten und dann einfach nur rüberjumpen und dann geht's. Oh, super, klasse. Warum geht er denn hier wieder nicht weiter? What's the matter here? Okay. Oh, gleich mal abspeichern, Leute. Ja, ich habe ja noch irgendwie so einen Verdacht, dass dieser stabile Zweig dort, den wir da mal gefunden haben beim Loch, wo war denn jetzt nochmal der hier, die abgerissene Efeu-Ranke, sieht sehr stabil aus, dass man die hier irgendwo anbringen könnte. Das wäre jetzt mal so meine Idee, aber hier kann ich leider nichts anbringen oder vielleicht auch hier was anbringen, hier anbringen. Nee, also ich glaube, das wäre zu viel des Guten. Shit, ich muss also wohl oder übel ins Dorf und dort die Trittleiter holen. Trittleiter, Strickleiter natürlich. Aber jetzt gehen wir erstmal zum Boot. Oh ja, da hinten ist glaube ich das Boot, ne? Ja, da ist das Boot. Oh, ich muss mich wieder umziehen. Ja, sonst wird Dandolo sauer sein, dass ich nicht en vogue gekleidet bin. Aber hier ist ja unser Wiegplatz. Genau. Und hier ist Ernst und da ist dann Dolo. Sehr schön. Ernst frage ich erstmal, dass er mich mal zum Schiff bringt. Gut, steige ins Boot und es geht sofort los. Oh, brauche ich gar nicht machen. Geht alles automatisch. Ich mache hier nichts. Wo ist das still hier? Ruhig. Keine Grußformel. Kein für den König. Mann, oh Mann, oh Mann. Das heißt, wir werden erstmal eine Runde schlafen. Oder? Hey du! Er ist noch wach. Und ich werde die Orkwaffen. Ich habe die Orkwaffen, die du wolltest. Dann zeig mal her. Du siehst, ich habe mich im Kampf gegen die Orks bewährt. Ja, du hast dich bewährt und ich werde für dich stimmen. Ja, das ist doch klasse. So, bring mir was über das Erzwaffenschärfen mit. 5 Lernpunkte und 500 Gold. Zeige mir, wie ich Bolzen herstellen kann. Überschmiegen. Ja, erstmal so weit, so gut. Auf jeden Fall haben wir schon mal Erfahrung gekriegt. Wir werden jetzt mal Harald anquaken. Verdammt, was ist los? Ja, Harald.
Bring mir die starke Schildwache, lass uns mit dem Training beginnen. Und Harald, alles klar? Und Harald, wie sieht es aus? Alles klar? Solange ich hier jeder Ich dachte, ich müsste irgendwie noch... Naja, auf jeden Fall werde ich erstmal eine Runde schlafen. Und zwar in einem freien Bett. Ach, Leute. So, und auch hier werde ich mal eine Runde speichern. Gucken wir doch erstmal hier, was wir noch an Aufgaben haben. Und zwar Pharrell für Befreiung von Korus. Proviantaufnahme. Jetzt steht hier aber noch, dass ich noch den Herrn Leuchtturmwärter Thaddäus und Tom fragen soll, wo noch mehr Ork stecken. Gut, ich bin jetzt auf dem Boot. Das erinnert mich daran, dass ich eventuell mal zu zu Gernot gehe. Ach, bei der Gelegenheit könnte ich mal gucken, wie viele Erfahrungspunkte ich noch habe. Lernpunkte meine ich. Und zwar, die sind auf 0. Gernot, ich würde gerne Bootsmann werden. Ach ja, ich habe etwas über die Orkflotte in Erfahrung bringen können. Wegen der Orks. Was ist denn jetzt? Okay, dann bringen wir erstmal diesen Dialog mal zur Sprache. Ich habe etwas über die Orkflotte in Erfahrung bringen können. Ist das so? Dann sage mir, was du weißt. Die Orkflotte besteht aus 20 Schiffen und ist vor einer Woche in Richtung Korines weitergesegelt. Nach Korines? So, so. Immerhin wissen wir jetzt, wie stark sie ist. Ausgezeichnet! Dann hast du diese Aufgabe schon mal erfüllt. Das hast du gut gemacht. Ich bin mit dir zufrieden. Ja, er ist mit mir zufrieden. Mal gucken, was hier diese drei Dinger zu bedeuten haben. Wegen der Orks. Ja? Was gibt's Neues? Nichts lesen. Die meisten Orks haben das Dorf von Korus besetzt. Tja, das war zu erwarten. Forsche weiter. Wir müssen auch wissen, wo die anderen stecken. Ja, dann okay. Jetzt ist eine Option hier weg. Wegen der Orks. Ja, was gibt's Neues? Ein Teil von ihnen hält den Leuchtturm besetzt. Gut, dann wissen wir auch das. Forsche weiter. Wir müssen auch wissen, wo die anderen stecken. Ach so, verstehe, okay. Wegen der Orks. Ja, was gibt's Neues? Die Orks senden 2 Spähtrupps ständig um die Insel. Der weitaus größere Trupp lagert am Strand, während eine kleinere Gruppe sich an der alten Burgruine aufhält. Gut, dann wissen wir auch das. Forsche weiter. Wir müssen auch wissen, wo die anderen stecken. Ja, ja. Nochmal wegen der Orks, okay. Nochmal, wegen der Orks. Ja, was gibt's Neues? Ich denke, dass ich jetzt alle Orks auf der Insel entdeckt habe. Sehr gut. Dann können wir uns überlegen, was weiter zu tun ist. Ich bin zufrieden mit dir. Hier hast du eine kleine Belohnung. Okay, das war so ein Ork-Loop. So, mal gucken, ob ich schon Bootsmann werden kann. Ich würde gerne Bootsmann werden. Ich weiß, und die Voraussetzungen dafür sind sehr gut. Alle wichtigen Seeleute haben dich mir empfohlen. Oh, schön. Du hast alle deine bisherigen Aufgaben an Bord hervorragend erfüllt. Und auch die Mannschaft respektiert dich. Das ist schon sehr viel. Ich habe daher Lord Baldwin deinen Wunsch bereits mitgeteilt. Auch er ist bereit, dich zum zweiten Bootsmann hier an Bord zu ernennen. Ja! Heißt das, dass ich jetzt endlich Bootsmann werden kann? Heißt das, dass ich jetzt endlich Bootsmann werden kann? Ja, so ist es. Ich soll dir von Lord Baldwin ausrichten, dass er mit dir sehr zufrieden ist. Ich gratuliere dir. Du bist nun zweiter Bootsmann des Kriegsschiffes Albatros. Von nun ab bin ich dein unmittelbarer Vorgesetzter. Du kannst gleich zu Harald gehen und dir eine bessere Rüstung geben lassen. Na, das hört sich doch gut an. Ah, cool. Ja, nochmal herzlichen Dank für den Kommentar. Kann ich denn schon mit ihm hier quaken? Würde gerne wissen, nee. Was sagt denn Lord Baldwin zu der ganzen Sache hier? Ja, okay. Bis jetzt noch nichts. Also runter zu Harald. Bessere Rüstung holen. Das ist doch klasse. Da bin ich mal gespannt.
Oh, das ist cool. Yeah, Baharai, gib mir Rüstung, ich raus. Ich habe bereits von deiner Ernennung zum Bootsmann gehört. Ich gratuliere dir. Danke. Kann ich jetzt auch eine bessere Rüstung bekommen? Natürlich. Da du jetzt zweiter Bootsmann hier an Bord geworden bist, ist das überhaupt kein Problem mehr. Wie viel willst du für die Rüstung haben? Für einen guten Schiffskameraden wie dich sagen wir 2000 Goldstücke. Und das ist noch ganz schön billig. Ja, ganz schön billig, ey. Und Harald, wie sieht es aus? Blablabla, okay. Wie viel habe ich denn überhaupt in meinem... Oh, 5777. Jetzt bin ich mal gespannt, was er mir für eine Rüstung hier andrehen will. Na, ist es eine Lederrüstung, die ich schon habe? Ich will die Rüstung von dir kaufen. Eine gute Wahl. Mach 2000 Goldstücke. Ach, das sieht mal wieder schön gut aus. Das sieht wieder richtig klasse aus. Die Rüstung sieht gut aus. Danke. Und wie viel kann die auch ab, die Rüstung? 96, 86, 15 vor Drachenfeuer und 10 vor Magie. Herrlich. Jo, das ist ganz gut. Ja, dann geht's herzlich wieder rüber. Zur Insel. Da segel ich mal rum. Und sage hiermit herzlichen Dank fürs Zusehen. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Ja, ganz wichtig. Und bis zum nächsten Mal, wenn ich hier weiter die Insel erkunde. Und vor allem die Halbinsel da hinten. Die müsste irgendwo hier hinten um die Ecke sein. Also macht's gut. Ich sage tschüss.